Wir sprechen heute mit Anja Flicker. Sie ist Leiterin der Stadtbücherei in Würzburg und beschäftigt sich seit 2001 mit dem Thema Wissensmanagement. Anja Flicker und ich, wir kennen uns schon über mehrere Jahre und ja, ich finde es ganz interessant, was die Anja so gemacht hat. Anja, du bist ein Expert Debriefing Professional und mich würde mal interessieren, wie hast du die Methode kennengelernt, in welchem Kontext und wie nutzt du sie heute? Kennengelernt habe ich sie ungefähr 2005. Da war der Fokus damals immer, wenn bevor jemand das Unternehmen verlässt, soll ein Expert-Debriefing gemacht werden und ein Expertenprofil für diesen ausscheidenden Mitarbeiter erstellt werden. So habe ich es kennengelernt und auch jahrelang verwendet. Eigentlich ist aber jedes Mal hat man sich dann gedacht, das ist jetzt, eigentlich ist der Zeitpunkt zu spät, jetzt kurz bevor der ausscheidet, jetzt kann man nicht mehr so viel reagieren, wie man eigentlich müsste, nicht mehr so viel Wissen noch sichern, wie man hätte können, wenn man schon vorher sich diesen Überblick verschafft hätte. Am Anfang habe in diesen ersten Kennenlern-Mitarbeitergesprächen immer schon mit den Leuten ein Profil aufgebaut, um die Kollegen einfach kennenzulernen, um mir ein Bild machen zu können, eine Transparenz zu haben. Wo kommen die her, was haben die früher mal gemacht, was haben sie gelernt, was machen sie jetzt hier, was haben sie aktuell für Aufgaben in der Bücherei, eben alles, was man in dem Expertenprofil abfragt. Also das war das Erste und damit arbeite ich jetzt auch seitdem. Also das ist so Basis für mich, Aufgaben zu verteilen, mal irgendwie Stellvertretungen neu zu organisieren und so weiter. Also das ist wirklich für die interne Personalsteuerung wirklich ein gutes, gut funktionierendes Instrument. Jedes Jahr in den Mitarbeitergesprächen gucken wir gemeinsam drauf und aktualisieren, sodass ich das immer laufend aktuell habe und es jetzt wirklich abgekoppelt von irgendeinem Ausscheiden der Mitarbeiter oder so. Also das ist das Erste, was ich eingeführt habe.